Reiche, Herr Kurz, hat gesagt, wir haben zu wenig Willkommenskultur, wir müssen offener sein für Zuwanderer. Und der gleiche Herr Kurz hat gesagt, dass der durchschnittliche Zuwanderer intelligenter ist als der Österreicher. Das waren seine Worte. Und dann hat man uns noch versucht, weiß zu machen, der Kommandant der Mediziner und Chemiker und Physiker, als man dann zugeben musste, dass bis zu 30% Analphabeten sind. Und der Rest dann teilweise zu einem großen Prozentsatz nur eine Schulausbildung, eine Grundschulausbildung hat und am Ende vielleicht ein paar auch eine Berufsausbildung, die man nicht ansatzweise auch mit unseren Ausbildungen vergleichen kann. Ja? Also man hat mit so viel Unwahrheiten operiert. Alleine der Begriff, dass alle, die zu uns gekommen sind und hereingelassen worden sind, bis heute pauschal vollkommen falsch mit einem Feldbegriff als Flüchtlinge bezeichnet werden. Das sind überwiegend und über 90% keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention. Das sind keine Schutzbedürftigen, denn die kommen aus sicheren Staaten, wo sie nicht mehr verfolgt werden. Und da muss man nur die Gesetze kennen und auch einhalten, liebe Freunde. Und da braucht es dann keine Obergrenzen, wie man dann begonnen hat, im Jänner auf einmal eine verbale Kehrtwendung einzuschlagen. Nur nachdem er vorher alles rechtswidrig hereingelassen hat und sogar das Finanzministerium damals in einem Geheimpapier bereits gewarnt hat, mit einer Berechnung, dass alleine mit der Entwicklung letztes Jahr, wo 93.000 Asylanträge in Österreich gestellt worden sind, darüber hinaus zigtausende rechtswidrig, illegal wahrscheinlich noch zusätzlich hier im Land abgedacht sind. Es gibt ja auch immer wieder Aufgriffe der Exekutive von illegal in Österreich. Nicht wenige. Ja.